Hi ho, Friends! Wir sind wieder zurück im Spiel. Ihr wisst, wir sind ja letztmals nach Erstes Lichtdorf gegangen. Da habe ich euch gezeigt, wie ihr hier, schön Eisen farmen könnt. Eisen farmen und Pflanzenteile und so weiter. Also es war recht ergiebig. Heute schaue ich mal, wie es eigentlich in der Bank ausschaut, beziehungsweise im Auktionshaus, im Handelsposten, wie es mit meinen Aufträgen ausschaut, ob ich was verändern muss. Da sehe ich gut, recht viel haben wir da jetzt nicht, aber schauen wir mal in die Preise. Da ist 45 verkauft worden vom Frischholz, 29, das heißt, ich schätze mal, der Preis wird jetzt schon langsam runtergegangen sein. 28, okay. Kann ich jetzt mal so lassen, wird immer nichts verändern. Jetzt haben wir Silberwert 36. Schauen wir mal. Silbererz 36, bin ich zwar der günstigste, aber irgendwie dürfte da jetzt der Hund drinnen liegen. Schauen wir mal, Satin 77. Weil 5,99, ach so. Das heißt, Satin liegt dann wahrscheinlich woanders im Windkreis. 5,99, okay, das ist natürlich satt, gell. Ich vermute, dass einfach viele Spieler abgesprungen sind. Mir fällt auf, dass immer weniger und weniger Leute hier sind. Ich bin jetzt auf einem deutschsprachigen Server, trotzdem ist hier tote Hose. Ich glaube, die Leute warten auf das nächste, Patch. Und zwar sind ja die Server zusammengelegt werden. Und was ganz wichtig ist, das Auktionshaus soll zusammengelegt werden. Wie schaut das aus? Und zwar in jedem Ort gibt es ja eigentlich ein Auktionshaus. Na? Beispielsweise hier. Erstes Licht gibt es Auktionshaus. Dann haben wir hier im Intermesserif Auktionshaus. Dann haben wir Windkreis Auktionshaus und so weiter. Na? Wenn ich jetzt hier etwas einstelle, dann geht das natürlich nur für dieses Auktionshaus. Wenn wir etwas verkaufen will. Das heißt, man muss immer wieder dahin reisen, schauen, ist da was günstig und so weiter, beziehungsweise noch schon kommen wir her, aber wenn es günstiger ist, dann muss man dahin reisen. Es soll dahingehend geändert werden, dass, wenn ich etwas hier einstelle, diese Auktion für alle Auktionshäuser gilt. Das heißt, egal was ich hier einstelle, kann das da oben auch gekauft werden, beispielsweise. Na. Ist natürlich interessant und ich vermute, dass einfach die Leute jetzt ein bisschen warten werden, bis der Patch kommt, bis das funktioniert. Die Meinungen diesbezüglich sind sehr kontrovers und gingen ein bisschen auseinander, denn viele Leute sagen, ja, der Preis wird runtergehen und die anderen Leute sagen, der Preis wird raufgehen. Man kann es im Prinzip nicht sagen, hängt immer natürlich davon ab, von Angebot und Nachfrage, das ist klar. Ne? Die Sachen, die am besten gingen, das sind zum Beispiel Leder und Holz. Das ist halt die Frage, wie schaut das aus, wenn das jetzt zum Beispiel andere Produkte betrifft. Ich meine, das Spiel besteht ja nicht nur aus Leder und Holz, was möglicherweise ja eine gute Sache ist zum Verkaufen oder zum Kaufen. Na, wenn man jetzt nicht farmen gehen will, natürlich, wenn man faul ist. Na. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass diejenigen, die in die hochleveligen Gebiete sind, na, so 51, 60, 60 plus,
dass die möglicherweise nicht mehr farmen gehen. Und sagen, okay, interessiert mich nicht, dass ich da einen Wolf finden, noch rein. Auch wenn es schnell geht oder wenn ich sage, jetzt möchte ich zum Beispiel Holz, brauche ich Holz, wenn ich irgendwas produzieren will. Der stellt sich wahrscheinlich nicht eine halbe Stunde oder was in den Wald und dort Holz hacken, sondern er kauft sich das. Ne? Zumal er ja durch die Quest ja einen Haufen Geld kriegt. Ne? Könnte sein, dass das natürlich jetzt ein bisschen ein Plus ist, dass die sagen, okay, ob das jetzt 19 Cent kostet oder 25 oder 33 oder was auch immer, es wird einem relativ wurscht sein. Dahingehend kann man vorstellen, dass das ganz gut geht. Das heißt, diejenigen, die da unten farmen, klar, weil wenn wer farmt, möchte er stärker werden, wird automatisch stärker, geht dann automatisch ins Auktionshaus und verkauft es dort und dann kann der Herr oben dort das da auch kaufen. Ja. Allerdings, es wird ja nicht nur sein, dass das einer ist oder zwei oder drei oder zehn, sondern es werden hunderte sein. Hängt dann ab, wie viele Leute am Server spielen. Wenn 100 Leute den Server reinstellen, geht der Preis auch wieder runter, ne? Weil man unterbietet sich ja. Hängt immer davon ab, wie schnell jetzt zum Beispiel diese Nachfrage erledigt wird. Na, wenn 20 Spieler bei 100 nachfragen, ist das etwas anderes, als wenn 100 Spieler bei 20 nachfragen. Da geht der Preis nach oben. Das heißt, man hat im Prinzip eine gute Chance, dass man sagt, okay, das Spiel ist jetzt schon so weit fortgeschritten. Es gibt jetzt schon einige Spieler, die sind Level 60 und oder 50 und mehr und 60. Da besteht die Chance natürlich dann sehr wohl, dass sie sagen, okay, es kommen nicht viele neue Spieler nach. Und diejenigen, die jetzt da grinden, die arbeiten sozusagen für diese hochleveligen Spieler und verkaufen halt ihre Produkte. Konnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen. Aber wie gesagt, das wird sich aber erst herausstellen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass einfach, obwohl das ein deutschsprachiger Server ist, dass wirklich wenig Leute da sind. Ne? Okay, ich bin da jetzt da herunten, das ist vielleicht nicht das beste Dorf. Ne? Wenn ich aber immer fall oder was weiß ich, also Windkreis raufgehe, Grundsteuer bezahlen, okay. Gehen wir mal rauf, schauen wir mal, ob da jetzt mehr Spieler sind. Wenn nicht, dann kann ich mir vorstellen, dass einfach die Leute warten. Dass sie warten, bis der Patch heraus ist und sagen, okay, zahlt sie aus. Mein Glauben diesbezüglich ist, dass Amazon sich da selber keinen Gefallen daran hat, dass sie das Spiel mehr oder weniger ja, unfertig oder mit Bugs versehen rausgebracht hat, anstelle dass gesagt haben, okay, sie testen das ordentlich, weil das hat sehr viele Spieler abgeschreckt. So, schauen wir mal, oh, der Schwede, da ist ja auch tote Hose, da hinten ist ein Spieler, 30er, da ist noch einer, da ist ein 60er zum Beispiel. Ja, ein paar Spieler sind da, aber nicht das, was sie mal waren. Ne? Ich glaube, wir werden mal Grundsteuer bezahlen müssen. Was haben wir denn? Geld? 1800, okay. Hoppala. Das heißt, ich werde mal ins Haus gehen und die Grundsteuer bezahlen, weil sonst kann ich nicht rein. Na, mein Kürbis ist noch da. Hausmenü öffnen. Also, wenn wir mal betreten. Ja, okay. Steuer zahlen. N wie Nordpol. 301, gut, zahlen wir und Arrivo. Oh, kriege ich sogar einen Rufpunkt. Na, das ist auch schön. Okay. Gut, recht viel ist da noch nicht da. Aber wenn ich sage Rufpunkt, das heißt 21 habe ich schon. Grundstadt verbringer die Grundstadt 13%. Nur das mache ich doch glatt. Gell? Das mache ich glatt. Anscheinend habe ich keine Quests zum Abgeben. Schauen wir mal, irgendwas grün? Nee. Also nichts zum Abgeben, ist in Ordnung. Halloween ist eigentlich schon vorbei, aber das gefällt mir, das lasse ich trotzdem. Das gefällt mir.
Schauen wir nur geschwind auf die Bank. Jetzt hätte ich natürlich vorhin auch schauen können, habe ich natürlich nicht gedacht. Wie schaut's da aus? Was haben wir da jetzt? 1500, da haben wir 1499 voll. Na, bitte, gar schön. Was war da auch das? Was haben wir da? Gold? 400 Gold? Ah, ist ja sehr viel. Vor allen Dingen, wenn es keiner kauft. Da habe ich Eisenkraut ein bisschen für. Okay, das habe ich gefarmt, weil ich nämlich das, was war das? Text, weiß ich gar nicht mehr. War das Zimt, ich glaube Zimt gefarmt habe, ne? Habe ich auch nichts mehr. Was habe ich da? 32 Milch? Oder ist es 82? Ich sage es jetzt nicht 32, glaube ich. Ja, also da lässt sich natürlich schon ein bisschen was machen damit. 0,5. Oh Gott, das Kiste könnte man da reinstellen sogar. Voilà. Was ist mit dir? Holzfällaxt mit Azot-Extraktion. Naja, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich muss schauen, da habe ich Azot, da habe ich heute Glück, da habe ich Azot und da habe ich Holzfäller Ertrag bringt. In dem Fall, er schreibt mir daher 0% mehr Rohstoffe, das stimmt aber nicht und das zeige ich jetzt. Na? Und zwar, wenn ich ins Menü reingehe, so, pass auf, wo sind das jetzt? Einstellungen. Ich möchte jetzt umstellen auf Englisch. Ist aber kein Problem. Na, dann kann ich das ganze Interface auf Englisch umstellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal in den Charakter reingehe und sage, okay, und jetzt? Jetzt schreibt mal her, Logging yields 14% more resources. Das heißt, er schreibt sozusagen in 0, weil ich keine Ahnung, warum das bei denen in Deutsch nicht funktioniert. Ne? Aber an und für sich ist diese Axt insofern gut, weil wenn ich 100 Logs mache, kriege ich 114 raus. No, das ist einmal nicht schlecht. Lässt sich nur feststellen, wenn man umstellt auf Englisch. Ärger. Ich stelle wieder zurück auf Deutsch. Das geht ja relativ schnell, Gott sei Dank. Na? Und wenn ich jetzt nochmal reinschaue, schreibt man wieder 0%, ja. Unten die Strapazierfähigkeit, 45%, das heißt, das ist die Haltbarkeit. Die sagt er richtig an. Ich verstehe es nicht, warum, weil an und für sich kann das ja kein Problem sein. Okay, machen wir schnell meine Reparatur. 38 Ersatzteile, 226 habe ich, kein Problem. Okay, das war jetzt einfach ein Quickie für euch. Damit ihr seht, wie schaut es jetzt zurzeit aus. Wie könnt ihr überprüfen, wenn ihr Werte zum Beispiel von Werte habt auf euren Waffen, wo nichts draufsteht, ne? Also 0%, dann ist es natürlich ein Schmarrn. Einfach nur Sprache umstellen und er schreibt es dann hin. Mit wie viel Prozent, also auf Englisch und mit wie viel Prozent das dann wirklich ist. Ne? Da zum Beispiel, ne? Da schreibt er Schadensabsorption zielt für 0 Sekunden um 0%. Ne? Bei dem Rapier. Wenn ich das jetzt wieder zurückstelle, zum Beispiel, weil wissen möchte ich das natürlich schon. Und wenn ich mir jetzt die Waffe anschaue, schreibt er mal her, 9,7% für 10 Sekunden, das ist schon mal nicht schlecht, also wow, das ist schon mal nicht schlecht. Allerdings, wie gesagt, man weiß es nicht, wenn man es nicht umstellt. Gell? Ja, Gott, ich stelle das wieder, hoppala, ja, ich stelle das wieder zurück, genau. Und dann sagt man wieder 0%. Es ist wirklich erstaunlich da. Ja, Ziel für 0% und 0 Sekunden. Naja, Gott. Okay. Alles dann. Also ich werde mich jetzt ins Haus begeben, des Nächtens schlafen. Und ich wünsche euch in der Zwischenzeit einfach ein schönes Spiel. Gell? Alles dann. Baba.